Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute fahren wir einkaufen. Halt mal bitte ganz kurz. Und zwar wird heute Karls Hochzeitsoutfit gekauft, hoffentlich. Schuhe haben wir schon. Und wenn wir wieder zu Hause sind, können wir euch alles zeigen, was wir jetzt schon da haben. Also es kam nämlich die letzten Tage zum Beispiel das Streukörbchen und sowas. Genau, aber erstmal wollen wir jetzt losfahren, weil, also... Wir wollten, glaube ich, schon vor einer Stunde losfahren oder so. Und nehmt euch mal mit, hoffen, fündig zu werden. Und dann, danke. Ja, zeigen wir euch den Rest. Wenn du mir Spider-Man gibst, dann mag ich das. Du kannst keine Spider-Man-Sachen zur Hochzeit anziehen. Doch, kann ich, doch. Das Hemd ist so süß. Nein, ist süß. Sieht aus wie so ein Seemann. Was? Ja, so ein Kapitän. Mega. So, sagst du, Karl? Guck dich mal im Spiegel an. Nix. Das nix. Muss nochmal von weiter weg. Also ich finde das schon mal gut, um ehrlich zu sein. Was sagst du? Ich? Hm? Ist gut. Er müsste wieder ausgezogen werden. Und wieder angezogen. So. Also Hemd muss definitiv reingesteckt werden. Mami, ist heute unsere Hochzeit? Nee, dann werden wir ganz schön spät dran mit einkaufen. Warum? Na, weil wir brauchen das. Also wir wussten ja nicht mal, ob wir hier überhaupt was finden. Geht ja. Also ich finde es schon gut und passend. Naja, mit dem Kasten, wenn der hin und her rutscht. Ach, schon. Hey. Du machst das super. Ja, vielen Dank. Also, da wir die Gläser jetzt nicht mit hochnehmen, schon mal unsere Ausbeute, die sehen auch so aus wie da. Also ich glaube, du musst jetzt nicht rausholen. Den Rest zeigen wir euch. Also, wir machen den Supermarkt-Wocheneinkauf jetzt mal so. Also, wir haben hier Kartoffeln, eine etwas gemittene Petersilie, dann sind hier Joghurt, Salami, Bier, Seifenblasen. Ich glaube, das hat sich eigentlich noch ein Avocado, genau. So, hier drüben Brötchen, Fisch, Tomaten, Käse. Eigentlich echt nicht so viel Verschiedenes. Also hier hinten sind ein paar Sachen so für Salat und zum Kochen. Das muss, glaube ich, alles mal sehr schnell kalt gestellt werden. Ja, nochmal Brot, Milch, Butter. Hier ist ein Mist. Also so viel war das jetzt gar nicht. Die Hochzeitssachen von Karl haben wir schon gezeigt. Wir haben diese eine Hose jetzt zweimal mitgenommen, in zwei verschiedenen Größen, weil, also die ist richtig schön. Und die kleinere Größe hat ihm auf jeden Fall gepasst. Die Frage ist, ob die halt dann immer noch passt und wenn es die dann nicht mehr im Sortiment gibt, wäre das schlecht. Und ansonsten hat er halt jetzt dann einfach dann nochmal die nächste Größe. Also das waren erstmal die Hosen, genau, dann... Hier das Hemd. Wir werden es gleich ihm nochmal anziehen mit den Schuhen zusammen, dass man dann sein komplettes Outfit nochmal sieht. Und der schönen Fliege, da ist hier schon alles abgegangen. So. Und dann war ich noch bei New Yorker. Ich wollte eigentlich nur ein oder zwei Hosen. Das ist ein bisschen mehr geworden. Ich kann es gleich mal irgendwo ausbreiten. Das ist richtig oversized. Ich kann vielleicht ein Foto einblenden. Ich habe ein Foto gemacht in der Umkleidekabine. Das ist das erste Teil, also es ist eine XS, aber es ist riesig. Ich finde das aber richtig schön und irgendwie, ich war so da und es gab so viele schöne Sachen. Das ist ein Oberteil. Das hier muss ich noch abschneiden. Ist, glaube ich, auch eine XS, oder? Irgendwas? Nee, eine S. Dann haben wir noch ein Oberteil. Dann ist das vermutlich die XS oder keine Ahnung. Wie rum ist denn das richtig? Also bei manchen Sachen... Einhändig hier ist hinten. Okay, ist auch eine S. Interessant. Ist halt einfach nur so ein Oberteil. Und dann habe ich tatsächlich aber trotzdem noch Hosen gefunden. Das ist einmal eine Sportleggings, die war reduziert. Und dann haben wir noch eine Hose. Das ist eher wie so eine Jogginghose. Und sehr ähnlich zu der hier. Kann man die Streifen sehen?
Hier, die hat so rote Streifen, die ist auch von New Yorker. Die war auch reduziert. So, also Karls Outfit ist fertig. Ich finde es mega. Was sagt der Rest? Das steht blöd. Anwesenden. Ich habe doch schon gesagt, dass ich gut finde. Mit den Schuhen. Und das geht noch mal ein Stückchen zurück. Genau, das ist das Streukörbchen, was Karl dann zum Streuen verwenden wird. Und das sieht doch auch süß aus. Warte mal, ich muss dich hier mal komplett drauf. Du darfst es nicht da an dem Rand anfassen, sonst kommt diese rosa. Oben an dem Griff, Sachen. Genau. Genau, da kommen dann noch Blümchen rein. In den Farben, wie halt diese, wie der Rand davon ist. Und dann darfst du da streuen, alles klar? Die Kugeln sehen so schön aus. Ja, aber die gehen ganz leicht ab, deswegen sehr schick. Und damit, gemerkt? Und damit auch nochmal hier in voller Schönheit das Streukörbchen. Und der Blumenjunge. So, dann haben wir hier noch zwei Blumenketten und Saugnäpfe mit Klammern. Das müssen wir mal im Auto noch testen. Wir haben echt bei den Autoblumen uns richtig schwer getan. Da kann ich gleich noch was dazu sagen. Dann sind hier noch Autoschleifen für die Gäste und natürlich für uns. Es sind auf jeden Fall viel zu viele. So, und hier drunter befindet sich etwas, was ich gerade am Pressen bin. Das kam vorhin, und zwar Autoaufkleber, so rum. Wir kleben auf beide Autos das dann hinten drauf und lassen das dann ein Stückchen halt da. Ich finde sowas richtig süß. Wir kleben das auf die Scheibe, ne? So wie bei dem hier, genau. Das presse ich jetzt mal noch. Also ich wollte jetzt nochmal hier Nahaufnahme zeigen. Also das ist natürlich jetzt alles nur provisorisch. Der Saugnapf ist natürlich nur versteckt und sowas. Aber das ist jetzt erstmal so hier vorne. Hey, was hast du getan? Okay, es war vorher schöner. Nee, ich hatte das so machen. Schön gemacht und du machst das jetzt hässlich? Ja, ich will das mal. Es war schön. Aber ich finde es eine. Wie ist es da, ein Saugnapf auf der Motorhaube? Das ist der zweite von hier. Achso. Also, ich finde es gut, dass wir uns für Kunstblumen entschieden haben, weil wir das jetzt einmal testen können und es halt einfach super unkompliziert ist. So, an der Stelle möchte ich das Video erstmal beenden. Ich denke, in dem einen oder anderen Vlog demnächst werden wir noch ein bisschen was zeigen oder erzählen. Wir haben vorhin auch schon unser Hotel gebucht für die Flitterwochen. Genau, also sind jetzt richtig da so in der heißen Phase. Ja, wie immer verlinke ich das letzte Video unten drunter. Und wenn ihr das noch nicht angeschaut habt, dürft ihr es gerne machen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.